Heute sprechen wir über 5 Tipps, was ihr unbedingt noch vor einer Schwangerschaft erledigen solltet. Nummer 1, macht einen Termin bei der Frauenärztin oder dem Frauenarzt. Da werdet ihr ausführlich beraten und ihr werdet auch nochmal durchgecheckt auf Erkrankungen. Denn bestimmte sexuell übertragbare Krankheiten, wie zum Beispiel Chlamydien, lassen sich besser behandeln vor der Schwangerschaft, weil manche Antibiotika in der Schwangerschaft nicht genommen werden dürfen. Tipp Nummer 2, nehmt unbedingt rechtzeitig ein Kinderwunschvitamin zu euch. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt die Aufnahme von 400 Mikrogramm Folsäure für mindestens einen Monat vor Empfängnis. Da man das aber super schlecht planen kann, fangt lieber rechtzeitig an, füllt eure Speicher auf. Mein Tipp, Babyforte Kinderwunsch und für den Mann, Maske Pro Fertilität. Drittens, lass unbedingt deine Schilddrüse checken. Jede 10. Frau hat Probleme mit der Schilddrüse, das hat Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit. Und falls du dich jetzt fragst, warum, ich merke doch gar nichts, Schilddrüsenerkrankungen werden super häufig übersehen und fallen dann erst auf, wenn der Kinderwunsch lange unerfüllt bleibt und das kann man ja schließlich vermeiden. Viertens, Impflücken schließen. Euer Frauenarzt wird bei einem Termin auch kontrollieren, ob ihr beispielsweise Impflücken habt. Grundsätzlich kann man in der Schwangerschaft impfen, es gibt aber gerade bei den Lebendimpfstoffen so, dass man das lieber vor der Schwangerschaft macht. Ganz wichtiger Stichpunkt hier, Röteln impfen. Und finally, Tipp Nummer 5, bereitet euren Körper optimal auf eine gesunde Schwangerschaft vor und optimiert euren Lifestyle. Dazu gehört gesunde Ernährung, Sport treiben, Alkohol reduzieren, falls ihr raucht, damit aufzuhören. Natürlich ist es eure Entscheidung, wie ihr euch auf eine Schwangerschaft vorbereitet. Aber ich hoffe, dass diese 5 Tipps für euch eine kleine Inspiration waren und euch vielleicht helfen, möglichst gesund in eure Schwangerschaft zu starten. Noch Fragen? Ab in die Kommentare damit!